mitgebracht hier. Das hier ist ein Dummy. Sieht aus wie einer von den Wurfdummies, die ihr schon kennt aus meinem Training. Aber das hier ist ein Dummy, der ist halbiert. Und dieser halbe Dummy hat den großen Vorteil, dass er neben dem bisschen Eigengewicht, das er mitbringt, zusätzlich zur weiteren Erschwernis bei verschiedenen Übungen hier unten Gummibänder montiert haben kann. Also das heißt, die habe ich jetzt hier alle schon mal alle drei dran geknotet. Macht Sinn für euer Training, dass ihr direkt alle drei dran knotet. Dann braucht ihr nur entsprechend der Belastung, die ihr wählen wollt, ein, zwei oder drei Gummibänder entsprechend in den Karabiner einhaken und lasst die anderen einfach runterhängen. Was man genau damit macht, seht ihr jetzt gleich. Ganz kurz noch zu dem Dummy. Man hat einen Hals, das ist wichtig, werdet ihr gleich sehen. Der Kopf ist super, alles sehr, sehr stabil gearbeitet. Die Arme sind ein bisschen länger als bei den sonstigen Wurfdummies, die ich habe zumindest. Ich weiß nicht, ob die neue Generation so ist. Ich zeige euch jetzt damit, was ich Grappling MMA spezifisch damit einfach mal so aus dem Bauch raus direkt trainiert habe. Und Ivan hat noch ein Video online, da zeigt er sehr viel ringerische Übungen. Das lohnt sich auch durchaus mal auf YouTube anzugucken. Das Ding heißt Choke Dummy. Und damit das auch wirkt das Training, seht ihr gleich, habe ich auch direkt so ein bisschen Guillotine mit eingebaut. Und das ist auch super, weil ihr habt einen entsprechenden Widerstand dann auch auf so ganz statischen Übungen, wo ihr eigentlich in erster Linie dann halt hier so um den Hals greift und presst. Ja, aber durch das Gummiband kommt da so ein bisschen Eigenbewegung rein von dem Dummy. Und das ist halt eine super Sache. Ja. Also ich bin hochbegeistert. Mein Fazit ist... 10 Punkte, volle Punktzahl für den Choke-Dummy von Ivan Ivanov. Suplex. Yeah.